Hi, Michi und der Herr Busfahrer machen heute ein kleines Experiment. Wir wollen nämlich hier an dieser Spuckschutzscheibe, kann man hier sehen, einen kleinen Corona-Test machen. Michi, du hast schon was mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Dann den Corona-Test. Den Corona-Test. Dann pack mal aus das Ganze und fang schon mal an, da zu schmieren an der Scheibe. Achso, ich muss hier weg. Ne? Stell dich mal hier hin. Ja, mit einer Hand wird's ganz lustig. Hast du zwei? Was hab ich? Hat doch zwei Hände. Ja. Da bellt ein Hund. Ich würde ja so lachen, wenn die Scheibe Corona hat. So, Mama? Ja, warte mal, wo es macht am meisten Sinn? Warte mal, hier ist irgendwie schön was angeschmissen. Wollen wir das da wegnehmen? Von mir aus! Hau rein! Wir haben natürlich alle FFP2-Masken auf, weil wegen Abstand und sowas, das ist ja jetzt ein bisschen Corona-konform ja auch. Ne? Das ist ja wie im Testcenter, wir müssen ja auch, ne, so ein bisschen uns an Eigenschutz denken. Machen wir hier so, guck mal da so. Ich gehe davon aus, dass die Scheibe kein Corona hat. Wer weiß? Das ist immer so eine Sache, ne? So, wie lange müssen wir jetzt auf das Testergebnis warten? 15 Minuten. 15 Minuten müssen wir jetzt auf das Testergebnis warten. Aber ich bin gespannt. Kommt natürlich der ganz klassische Flüssigkeit. Das macht sie gut. Naja, ich komme aus der Altenpflege. Ich mache das täglich. Ja gut, wer kann, der kann. Ja. Was ist das für ein Ja, positiv. Die Scheibe hat Corona. Also, guck mal, ich gehe davon aus, dass das nicht so ist. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Sieht man schon was? Naja, da kommt. Wie das halt so ist. Müssen wir abwarten und Tee trinken. Ja, dann warten wir mal. Was machen wir in der Zeit? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Erzähl mal irgendeinen Witz. Ein Witz? Ja. Warte, meine Frau hat mir letztens ein ganz lustiges Ding erzählt. Was hat sie gesagt? Kommt ein Mann mit zwei Bierkästen in den Bus, ne? Sagt so eine ältere Frau so, die wissen aber, dass das kein Lastentransport ist. Dann sagt der Mann so der Frau, und sie wissen, dass das kein Leichenwagen ist, oder? Den kannte ich schon. Ich noch nicht. Test ist fehlgeschlagen. Ach, wir sind ja auch gerade mal 2 Minuten rum. So lange machen wir aus. Wir melden uns gleich wieder, wenn wir das Testergebnis haben. Bis gleich. Sag winke, winke, lala, winke, winke, Tipsi. So. So. Michi, 15 Minuten sind um. Was sagt denn unser Testergebnis? Negativ. Die Scheibe hat kein Corona! Corona-freier Bus. Ja. Da, Mann, noch mal ganz gut. Ist negativ. Also ja, die Scheibe hat kein Corona. Hätte mich jetzt aber auch tatsächlich gewundert, wenn die Scheibe Corona gehabt hätte. Also dann wäre irgendwas falsch gelaufen in dieser Welt. Interessant wäre vielleicht noch mal an den Haltestellen standen, aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nein, nein. Unsere Busse werden ja wenigstens gereinigt. Also die werden ja täglich gereinigt. Und das wird eigentlich fast überall so gemacht. Von daher ist alles gut, alles safe, alles sicher. Corona-frei. Corona-frei. So, tschüss, bis zum nächsten Video, euer Busfahrer. Wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann wisst ihr ja, was ihr da zu tun habt. Lasst uns ein Like da, kommentiert, diskutiert. Und dann sagen wir, Migi und ich, tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. So, ab geht's.